Hallo, ich bin Carsten Beil-Arnstein. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin zur Ruppertsklamm gefahren. Bin mit dem Zug bis Friedrichssegen und will heute mit euch mal die Ruppertsklamm gehen. Ist ja wohl auch ein Teil vom Rheinsteig, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Klamm im Mittelrhein-Gebiet. Ja, hier ist ein Rundweg, einmal durch die Klamm und dann außenrum zurück. So circa 2 Stunden soll es dauern. Ja, hier in der Gegend gibt es 3 Rundwege. Der Weg durch die Klamm ist der C-Weg. Vorm Einstieg in die Klamm ist so eine Wanderkarte. Sind alle 3 Wege aufgezeichnet. Ich glaube, teilweise kann man sie auch kombinieren. Ja, der Weg hier durch die Klamm ist zwar nicht als Klettersteig angegeben, trotzdem sind hier Stahlseile gezogen, dass man sich da dran festhalten kann. Wow, also das Stück gerade hatte schon fast Klettersteigcharakter. Ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse hier. Mal hell, mal dunkel. So. Es gibt immer mal wieder hier so Brücken. Oder dann wieder Passagen am Seil. Weil hier ist jetzt schon wieder einfach ein Wanderweg am Bach vom Charakter her. Ja, teilweise kommt immer wieder mal so ein Abschnitt, wo man vielleicht auch mal beide Hände braucht zum Wandern, also zum Klettern. Ja, hier geht es aber noch mit einer, glaube ich. Also wenn die Kamera gleich im Wasser liegt, dann wisst ihr, ich hätte doch beide Hände gebraucht.
So, und ich glaube, ich bin schon am Ende der Klamm. Da hinten ist noch eine Hinweistafel. Wir am Anfang. Ja, da ist die Schutzhütte. Dann habe ich es ja schon geschafft. Ja, da ist die Schutzhütte im Schatten gelegen. So, Rundwanderweg, Parkplatz, Opatzkamm C. Oh, das ist aber eine große Schutzhütte. Im Zweifelsfall könnte man hier, glaube ich, ganz gut übernachten. Aber ich glaube mal, ich bin hier im Naturschutzgebiet. Weiß ich jetzt nicht genau. So, ein Päuschen gemacht an der Hütte. Brötchen gegessen. Dann werde ich jetzt mal den Abstieg wagen. Aber ich denke mal, der wird nicht mehr so spektakulär sein. Rückweg zum Parkplatz an der Lahn. Also wie gesagt, jetzt ist es gar nicht mehr so spektakulär. Soll ich nochmal gucken, ob der obere oder der untere Weg der richtige ist. Ja, und wenn ihr den Panoramaweg bergab nehmt, dann werdet ihr mit einer schönen Aussicht Richtung Lahntal belohnt. Ja, der Abstieg, der geht auch noch mal am Seil entlang. Bin hier auf dem, wenn ich es auf dem Navi richtig sehe, Eselsweg. Ja, da muss man schon schauen, wo man hintritt. Deswegen packe ich besser wieder die Kamera weg. Ach, guck an. Da bin ich ja jetzt doch schon am Einstieg zur Klamm. Habe ich gar nicht gesehen hier. Ah ja, doch da. Doch, die Abzweigung habe ich gesehen, aber die habe ich nicht als Rückweg erkannt. Na gut. Dann bin ich jetzt gleich unten am Parkplatz, an der Lahn, und dann geht es wieder an der Lahn zurück nach, wie heißt das, Friedrichs, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall zu dem Bahnhof, wo ich gestartet bin. So, ich bin wieder an der Lahn zurück, dann verabschiede ich mich hier von euch. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.